Ja, hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Victorinox Video. Und heute schauen wir mal ein wirklich cooles EDC Taschenmesser an, nämlich das Modell Sportsman mit der Nummer 03803. Kommt in der Victorinox typischen Pappschachtel und ist ein kleines praktisches Modell aus der 84mm Serie. Ja, mal das gute Stück. Und das Besondere daran ist eigentlich, es ist aufgebaut von den Werkzeugen wie ein kleines Alux Kadett. Es hat nämlich neben der 6 cm langen Hauptklinge nicht eine kleine Klinge, sondern wie beim Kadett auch dieses praktische Nagelwerkzeug, ne, mit kleiner Feile, ganz auch so als Metallfeile neben, plus der Nagel, Fingernagelreinigungsspitze hier, ne? Für Desktop-Video-Reviewer ganz praktisches Utensil. Mit weiterem dabei der typische Victorinox-Dosenöffner und Flaschenöffner, beide jeweils noch mit Schraubendreher. Ne? Da hört es normalerweise beim Kadett auf, dass er auch diese Größe hat von 84mm. Aber da es sich ja hier um ein normales Modell handelt, geht es natürlich mit den bekannten Werkzeugen weiter. Pinzette, Zahnstocher und wir haben unten dann den Korkenzieher. Das kann man natürlich noch erweitern, wer mag, wer zum Beispiel Brillenträger ist und gerne einen sehr kleinen Schraubendreher dabei hat, kann natürlich hier noch hingehen und sagen, so komm, das erweitere ich mir jetzt noch um den kleinen Schraubendreher. Und wir haben hier natürlich auch drin die Stecknadel. Sehr praktisches kleines Loch, in dem man hier so eine Nadel versenken kann. Und wir haben natürlich noch die praktische scharfe und spitze Stechbohrnähale. Auch ein sehr praktisches Werkzeug. Somit hat man also mit dem Sportsman die maximale Ausstattungsmöglichkeit erreicht in der 84mm Klasse. Ne? Da eben das hier als zwei Werkzeuge zählt. Ne? Hier einmal die Reinigungsspitze plus Pfeile. Ne? Und hier kannst du noch eine Nadel und einen kleinen Schraubendreher anbringen. Kommst du so mit dem Sportsman auf eine Maximalbewaffnung. Und das 84mm, das ist eben noch eine Größe. Man hat mit einer 6 cm Schneide hier noch ein groß genuges Messer, um damit wunderbar Sachen aufschneiden zu können. Ne? Und hat aber doch durch dieses noch kompakte Gehäuse kein Problem, das Teil einfach so in der Hosentasche zu tragen. Ne? Das geht einfach. Genauso wie das Kadett halt noch den Vorteil hat, extrem schmal zu sein. Das ist ein bisschen breiter, ne? Weil das eben nicht die dünnen Aluschalen hat, sondern diese Kunststoffgriffschalen. Dafür haben wir hier zwei Werkzeuge drin. Ne? Aber im Großen und Ganzen ein sehr kompaktes Tool noch mit 84mm und dafür mit zwei Layer-Ausführungen noch schmal genug und extrem viel Werkzeuge. Ne? Mal einen breiten Vergleich zwischen den drei Modellen. Da ist natürlich ein 4-Layer, ne? Hier ein 2-Layer Pioneer, das durch die Griffschale noch ein Millimeter dünner ist, aber natürlich von der Größe her das längste ist. Ne? Das ist ein 83er Modell. Hier zum 81er oder zum 84er. Gewichtsmäßig ist es natürlich auch eine feine Geschichte, denn das Teil echt wirklich für die Anzahl der Werkzeuge fällt das nicht großartig ins Gewicht. Was haben wir hier? 51 Gramm. 52. Mal schauen, was ein Pioneer bringt. 72 und so ein 4-Layer Multifunktionstool schon über 100. Also sehr leicht, etwas über 50 Gramm. Ne? Super cooles kleines Tool. Nächster Vorteil ist, die sind recht günstig. Was habe ich bezahlt? Ich habe bezahlt, das Ding habe ich gekriegt für 15,89 Euro. Ne? Sogar versandkostenfrei. Ne? Keine 16 Euro hast du hier ein wirklich cooles kleines EDC-Werkzeug. Ne? Bevor man wirklich nichts dabei hat,
steckt man sich doch lieber so ein praktisches kleines Taschenmesser ein. Ne? Größenvergleich noch hier. Ne? So ein Multitool. Das ist natürlich schon ein fetter Brummer. Dafür hast du hier natürlich noch eine wirklich brauchbare Zange. Ne? Aber ja, einfach nur ein kompaktes, kleines, leichtes EDC-Taschenmesserchen will, der sollte sich auf jeden Fall mal die 84er Modellreihe von Victorinox anschauen. Da gibt es diverse Kombinationen. Das gibt es auch immer noch im Tinker Small mit Kreuzschlitz. Aber mir hat die Version eigentlich ziemlich gut gefallen. Das hat mir schon vom Kadett her gut gefallen hier mit dem praktischen Nagelwerkzeug hierbei. Das ziehe ich dann vor wie hier nochmal eine Klinge. Ne? Darum ist hier jetzt mal meine Wahl auf eine Victorinox Sportsman gefallen, ne? Um das mal zu testen. Ja. Cooles kleines EDC-Taschenmesser, ne? Wirklich eine feine Empfehlung. Kannst du einfach so in die Hosentasche stecken, ne? Das stört nicht. Kannst du auch zum Feinzwirn am Sonntag mitnehmen, ne? Okay, das Victorinox Sportsman 03803. Cooles kleines Taschenmesser mit wirklich viel Funktion für Größe und Gewicht. Ich sag danke fürs Reinzeppen, Bewerten, Kommentieren und wir sehen uns ja bald wieder beim Hilbe im Kanal, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin immer schön so ein kleines Multifunktionstaschenmesser einstecken. Okay Leute, ciao, macht's gut, bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Hilbe.